Ja, das war mein Haul. Jetzt hat er platt, oder? Guten Morgen, Leute. Oh Gott, ich sehe schon so fertig aus. Wie ihr sehen könnt, ich bin noch nicht geschminkt, aber ich bin schon mal wach. Das ist ja schon mal etwas. Ich mache mir gerade Frühstück, bevor ich mich dann im Bad fertig mache, weil ich jetzt in der Schwangerschaft immer direkt morgens irgendwas essen muss, weil sonst wird mir total schnell übel und schwindelig. Und heute versuche ich mal wieder Kaffee bzw. Cappuccino. Ich will mal sehen, wie das meinem Kreislauf so bekommt und will es einfach mal wieder testen. Ich habe jetzt die letzten Wochen komplett auf Koffein verzichtet, also auch keine Cola oder so getrunken, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich danach noch höheren Puls hatte. Aber ich versuche das jetzt mal mit der Cappuccino-Variante. Und zwar verwende ich diese Milka-Cappuccino-Dinger für die Tassimo-Maschine. Dazu mache ich mir jetzt noch ein Joghurt mit Früchten, genau wie gestern, und Müsli. Oh, ich bin schon wieder außer Atem. Und das fertige Frühstück zeige ich euch. Außerdem nehme ich euch heute wieder mit. Es ist wieder ein neuer Vlogmas-Tag und ich hoffe, ihr freut euch. Die Playlist zu den letzten Vlogmas-Videos findet ihr wie in jedem Vlogmas-Video am Ende verlinkt. Und ja, ich sortiere mich jetzt erstmal und dann kann ich auch wieder besser reden. Und dann ja, schaue ich mal, wie mir der Cappuccino so bekommt. Außerdem gehe ich heute noch mit einer Freundin in die Stadt und ich möchte ein paar Weihnachtsdeko-Sachen kaufen. Für die Fenster hätte ich gerne noch ein paar Sachen. Mal schauen, ob ich was finde. Aber die Ausbeute zeige ich euch ja dann im Laufe des Tages. Also ich habe jetzt einen kleinen Schoko-Cappuccino gemacht, einfach um mal zu testen, wie der mir so bekommt. Aber irgendwie ist da ein bisschen von dem Pulver reingelaufen. Ich werde es dann erstmal umrühren. Dann habe ich mir hier Naturjoghurt, ja genau, Naturjoghurt gemacht. Und da kommt dieses Müsli rein, das habe ich euch gestern auch schon gezeigt. Und außerdem noch ein bisschen Früchte. Ich habe noch Trauben und Himbeeren da, Apfel, Banane, irgendwie sowas werde ich da reinmachen. Achso, der Joghurt ist der hier. Den habe ich bei Netto gekauft. Der schmeckt sehr gut. Und ja, kann ich euch empfehlen. Also ich habe eigentlich wieder das gleiche Frühstück wie gestern. Eigentlich wollte ich jetzt Birne drauf machen, aber ich hatte noch einen halben Apfel von gestern. Deswegen habe ich wieder Banane, Apfel, Trauben und Himbeeren. Unten drunter ist dieses Müsli, was ich euch gerade gezeigt habe, und Honig und Joghurt. Und wie gesagt, mein kleiner Cappuccino. Ja, das lasse ich mir jetzt ganz gemütlich schmecken. Und dabei schaue ich eine neue Serie und ich bin mir sicher, der eine oder andere von euch wird jetzt lachen und sagen, wie neue Serie. Ja, für mich ist sie neu. Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Und ich zeige euch jetzt, um welche Serie es sich dreht. Leute, ich muss euch, bevor ich euch jetzt zeige, um welche Serie es sich dreht, den Film hier empfehlen. Den habe ich gestern geguckt. Der ist so schön. Ich zeige euch mal kurz ein Stück vom Trailer. Hey, Chefin, dieser Weihnachtsmarktwettbewerb, von dem du immer erzählst. Aha. Tada. Auf Geheiß der königlichen Familie lädt sie das Preiskomitee zur Teilnahme an unserem Weihnachtsmarktwettbewerb ein. Voll der Wahnsinn. Der ist so schön. Weihnachten ist wirklich eine magische Zeit. Ich würde es nur gerne mit jemandem zusammenfeiern. Weihnachtswünsche werden manchmal Wirklichkeit. Mega, Leute. Also, falls ihr Netflix habt, Prinzessinnen-Tausch, müsst ihr sehen. Aber die Serie, die ich meinte, ist Gilmore Girls. Leute, ich habe Gilmore Girls noch nie gesehen. Oh Mann, ey, ich habe das wirklich noch nie gesehen. Ja, deswegen schaue ich das jetzt einfach weiter. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht, soweit, als ich habe meine Haare geföhnt, ich habe mich ein bisschen geschminkt. Und ja, ich habe heute die Naked 3 Palette mal verwendet und natürlich wieder den Beauty Blender von meiner lieben Tara. Ich liebe den voll. Schade, dass es den nicht einzeln zu kaufen gibt, sonst hätte ich mir da ein paar Backups gekauft. Aber da werde ich sie auf jeden Fall darum bitten, dass sie das doch zukünftig mal auf den Markt bringen könnte. Hier liegen übrigens die Schuhlöffel von meinem Mann. ja. Der ist zur Arbeit und ich überlege jetzt, was ich heute Abend kochen könnte. Ich habe ja gestern eingekauft, das habt ihr ja auch gestern im Vlog gesehen. Gestern Abend hatten wir diesen gebratenen Reis mit Nudeln, mit Gemüse, und für meinen Mann gab es Hähnchen dazu.
Und das war wirklich super lecker und hat total frisch geschmeckt und mit dem ganzen Gemüse drin. Aber ich fand es auch richtig umständlich. Den Reis kochen, gut, ich habe es im Thermomix gemacht, also Reis kochen und Gemüse dünsten war zusammen. Dann musste ich das Fleisch noch anbraten, dann alles warm halten, dann wurde die Soße zubereitet, dann wurde der Reis noch angebraten. Und alles hat also die einzelnen Schritte haben super lang gedauert. Und ja, deswegen glaube ich, werde ich das nicht nochmal machen, obwohl es an sich lecker war. Aber da muss man schon echt viel Lust haben zu kochen. Und mir machen momentan noch so ein bisschen die Gerüche, gerade so von ja, sehr stark gewürzten Gerichten, Probleme. Und da wird mir sehr schnell schlecht, deswegen muss ich dann immer zwischendurch was essen und oh, es ist ein Drama. Ja, und jetzt überlege ich, was ich heute Abend mache. Wahrscheinlich werde ich dieses Paprika-Puten-Gulasch mit Bandnudeln machen und dazu einen gemischten Salat. Ich versuche nämlich jetzt möglichst viel Obst und Gemüse zu essen. Habt ihr ja gestern und heute auch schon beim Frühstück gemerkt, weil ich die letzten Wochen meine Nahrung so ein bisschen auf das Wesentliche reduziert habe. Also ich habe zum Beispiel morgens einfach trockenes Brot gegessen, wegen meinem Magen eben. Und das ist jetzt so ein bisschen besser und das möchte ich jetzt auch ausnutzen. Laut Ärzten sind meine Werte wirklich sehr gut vom Blut. Also dem Baby geht es sehr gut, ist bestens versorgt. Aber mir fehlen dadurch so ein bisschen die Reserven, weil ich einfach viel zu wenig gegessen habe. Ich habe jetzt auch die ganze Schwangerschaft über abgenommen und ich bin jetzt schon gespannt, wie es beim nächsten Termin ist. Aber ich glaube, das habe ich euch eh schon in einem Schwangerschaftsupdate erzählt. Wenn dieser Vlog online geht, ging das Update bestimmt auch schon online. Da habe ich euch von dieser Problematik erzählt. Aber natürlich ist für mich super wichtig, dass es dem Baby gut geht und dass das gut versorgt ist und so weiter. Natürlich ist es auch wichtig, dass ich Kraft habe. Aber für mich wäre es jetzt richtig schlimm, wenn irgendwie der Arzt sagen würde, das Baby ist unterversorgt, weil ich nicht richtig esse. Also wisst ihr, wie ich meine? Deswegen beruhigt mich das schon so ein bisschen. Ich treffe mich jetzt dann gleich mit einer Freundin. Wir wollen einen Kaffee trinken und ein bisschen nach Weihnachtsdeko gucken. Ja, da will ich wahrscheinlich zu Teddy gehen. Ich denke, da finde ich am meisten. Zu Action würde ich voll gern gehen, aber wir haben keinen in der Nähe. Und das ist voll ärgerlich. Also, das ärgert mich wirklich sehr. Weil da gibt es immer so günstige Sachen. Da habe ich ja für mein Herbst-Haul-Video, was ich dann nicht gebastelt habe, weil mir dann schlecht war die ganze Zeit, habe ich so viele günstige Sachen entdeckt. Gut, die kommen nächstes Jahr im Herbst zum Einsatz. Aber Weihnachten haben die bestimmt auch mega cooles. Und da war meine Speicherkarte, dann mein Akku leer. Meine Speicherkarte war nicht voll, mein Akku war leer. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Es ist tatsächlich schon ein paar Stunden später. Ich habe nämlich, als ich weg war, den Akku laden lassen. Ich muss mir das jetzt während Vlogmas auf jeden Fall angewöhnen, dass ich den Akku über Nacht lade und dann am nächsten Tag mit einem vollen Akku wieder starten kann. Ich habe zwei Akkus, also ich habe mir extra schon einen Ersatzakku gekauft, aber beide sind leer. Super. Anstatt ich einfach einen dann immer lade. Ich muss mir das unbedingt mal angewöhnen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich vorhin stehen geblieben bin. Hier neben mir steht schon eine DM-Tasche, aber das sind nur zwei Sachen von DM drin und zwar zweimal ein Deo. Ein Deo für meinen Mann, der hat ein neues gebraucht und das habe ich jetzt direkt mitgenommen. Und ich habe vergessen, meine Einkaufstasche mitzunehmen. Die habe ich beim letzten Einkauf alle mit in die Wohnung genommen. Und keine mehr mit ins Auto. Deswegen habe ich mir jetzt so eine Papiertasche mitgenommen. Und da auch meine Ausbeute von Teddy rein. Und Leute, ich sag euch, ich fix euch jetzt richtig an mit meiner dicken, fetten Ausbeute. Es gab kaum was. Also kaum was, was ich gesucht habe. Es gab schon viel Weihnachtsdeko. Aber ich möchte auch nicht so viele Figürchen und so Zeug zum Hinstellen. Da bin ich nicht so der Fan davon. Ich wollte noch ein paar Sachen für den Weihnachtsbaum und vor allem war ich auf der Suche nach so Sternen und sowas fürs Fenster, die nicht batteriebetrieben sind. Und ich habe nur Sachen gefunden, die batteriebetrieben sind. Ich war danach auch noch bei KICK, die haben ja auch immer ganz schöne Weihnachtsdeko. Alles nur mit Batterien eben, mit LEDs und batteriebetrieben. Und das finde ich nicht cool, weil während der Weihnachtszeit habe ich die Beleuchtung richtig oft an und dann brauche ich eben mega viele Batterien. Und das finde ich auch irgendwie eine Verschwendung. Ich hätte eben lieber einfach so normale Lämpchen mit Stromanschluss. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich mal doch zur Action fahren müssen. Also wie gesagt, der ist ja ein bisschen weiter weg. Ich glaube, das habe ich vorhin gesagt. Aber ja, so, jetzt bevor mir der Arm abfällt, zeige ich euch jetzt mal meine Ausbeute von Teddy. Also bei Teddy habe ich ganze drei Sachen mitgenommen. Und zwar einmal dieses Sticker. Die haben 1,50 gekostet. Das sind mega viele und die sind auch so.
ja, ich weiß nicht, wie das Material heißt. Ich glaube, Schaumstoff oder so sind die. Also sie sind so ein bisschen gepolstert und glitzern so ein bisschen. Denn ich habe, und das ist bei uns Tradition, auch für dieses Jahr wieder Weihnachtskarten gekauft. Das sind einfach so 10 Stück für 1,50 €. Super günstig. Die haben zwei Motive, also immer so ein ähnliches Design, aber zwei verschiedene Ausführungen. Ja, und unsere Tradition ist, dass wir seit vielen Jahren jedes Jahr an Weihnachten an die Familie eine Karte schicken mit guten Wünschen und ein paar Gedanken eben und ein Foto von uns. Also jedes Jahr gibt es ein neues Weihnachtsfoto, das legen wir mit in die Karte rein. Und ja, unsere Verwandten sagen schon immer, ich bin total gespannt, wie dieses Jahr die Karte aussieht. Deswegen dürfen wir sie natürlich nicht enttäuschen. Ich rede schon wieder voll schnell, oder? Rede ich zu schnell? Und dann habe ich doch was für einen Baum gekauft, und zwar eine Christbaumspitze. Wir haben eine in Weiß, aber ich finde, die passt nicht mehr ganz so gut zu den Kugeln, die ja Silber und Anthrazit sind. Und dann dachte ich mir, Silber passt da besser. Und ich bin voller Fan von so fetten Glitzersachen für den Baum. Deswegen habe ich die Baumspitze auch noch mitgenommen. Die hat nur 1 € gekostet. Die gibt es auch noch in Rot und in Gelb. Und ich glaube in Grün. In Gelb, in Gold natürlich. Und in Grün meine ich. Und dann war ich noch bei Kick, weil ich so enttäuscht war von den 3 Produkten. Und da habe ich auch eine mega gute Ausbeute erzielt. Also haltet euch wirklich fest, das sind jetzt Sachen, die habt ihr bestimmt noch niemals gesehen. Und das wird so ein krasser Haul. Also, ich habe mir diese Kette gekauft. 2 Meter lang für 1 € für den Baum. Ich wollte eigentlich davon 10 Stück oder so mitnehmen, dass man die schön dicht hängen kann an den Baum. Die hatten noch 2. Also habe ich 2 Stück mitgenommen. Es gab noch viele in Rot und Gold, aber das sind halt so gar nicht meine Farben. Dann habe ich noch diese kleinen Glitzerelche mitgenommen. Das sind, glaube ich, 8 Stück oder so drin. Nein, 6 Stück für 1,29 €. Ebenfalls für den Baum, haben auch so kleine Anhänger dabei. Und ich habe euch ja gestern im Vlog den Adventskranz gezeigt. Und da habe ich noch Bänder mitgenommen, weil ich die um die Kerzen so ein bisschen machen möchte. Also unten an die Kerzen. Einmal dieses breitere Band. Das sind 2 Meter drauf für 1,35 €. Und weil ich diese Schleifen damit machen möchte, also diese schönen Geschenkschleifen. Da habe ich euch ja auch ein Video gemacht zu den Autoschleifen von der Hochzeit. Das verlinke ich euch mal. Das habe ich auf BrautTV hochgeladen. Und da habe ich auch noch das kleine Band gekauft, weil man das für diese Variante der Schleifen braucht. Habe ich passend dazu noch dieses kleine silberne Band mitgenommen. Das sind 5 Meter drauf für 1,35 €. Damit kann man auch dann ein paar Geschenke und so einpacken von dem Rest davon. Ja, das war mein Haul. Jetzt seid ihr platt, oder? Jetzt seid ihr bestimmt voll angefixt mit den ganzen außergewöhnlichen Sachen. Ja, also ich werde auf jeden Fall demnächst zur Action gehen. Ich muss mal meine Mama fragen, ob sie Bock hat mitzugehen. Weil mit ihr finde ich immer richtig coole Schnäppchen. Und ja, bei Action findet man ja sowieso immer coole Sachen. Ich war noch nie zur Weihnachtszeit bei Action. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob es da gute Sachen gibt. Ich suche, wie gesagt, noch so ein paar Kleinigkeiten für den Baum. Solche Bänder suche ich noch. Und ich suche unbedingt solche Sterne, nicht diese 3D-Sterne, sondern einfach nur als Lichterkette fürs Fenster. Sollte nicht so schwer sein, dass man es gut am Fenster befestigen kann, und sollte nicht mit Batterien sein. Falls ihr wisst, wo es sie günstig gibt, bei Amazon habe ich schon geguckt, die sind alle mega teuer, dann schreibt mir gerne. So, mit diesem Deko-Haul beende ich heute auch den Vlog, denn ich werde jetzt noch ein normales Video für euch drehen. Und ja, bis ich das Video dann gedreht und geschnitten habe, ist schon spät abends, dann werde ich nur noch kochen und dann wieder Orange is the New Black angucken. Ja. Übrigens fand ich die erste Folge Gossip Girl ganz cool. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, seid ihr Gossip Girl? Nein, nicht Gossip Girl. Gilmore Girl. Seid ihr davon Fan oder kennt ihr die Serie? Die gibt es ja schon ewig, aber wie gesagt, ich habe noch keine Folge davon geguckt. Aber das werde ich mir jetzt angewöhnen, dass ich immer zum Frühstück eine Folge gucke quasi. Ja, und dann hoffe ich, dass dieser kleine Vlog euch gefallen hat und ihr auch morgen wieder bei Vlogmas dabei seid. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis ganz bald. Ciao! Übrigens findet ihr hier die Playlist zu meinen letzten Videos von Vlogmas. Da könnt ihr alle anschauen, falls ihr die verpasst habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!